Hallo Freunde, für eine weitere Map vorstellen heute ist die Valley Farm dran. Wir schauen mal rein. Ist ein ganz komisches Aufmachen, dass man hier in die kleine Bergland hieß sie, glaube ich. Die kleine Bergland noch braucht und hat noch spezielle andere Maps. Verstehe ich eigentlich hier nicht. Irgendwie auch so eine Fischfarm braucht. Okay, wir schauen mal rein, let's go. Wieso machen wir eine Map für die andere? Okay. Da ist doch gar kein Port hier. Was? So. Okay. Aus hier. Wir sind hier. Was sind wir eigentlich? Gucke. Da. Wir gehen mal hier so oben durch. Spielerei. Ja, kennen wir ja schon. Das übliche Prozedere. Halt. Das hier auch. Ich kenne eigentlich das auch kennen. Aber jetzt habt ihr Glück, bitte trotzdem nicht zeigen, dass ihr auf Twist oder steht. Wie üblich. Also wie immer. Oh, sorry Leute, warte kurz. Gut, passt. Ne, Landmaschinenmechaniker. Aber das ist eigentlich eine lustige Idee hier. Für die Amazone. Also der Aufbau und so. Ist noch lustig. Ja? Gehen wir mal weiter zur Tanke. Ah, die ist auch hier. Ah, da ist die Tanke. Oh. Alt. Also wieso? Nein. Rundum, ne? Biogasanlage kennt man ja auch. Eigentlich. Nichts Neues. Hallo? Okay. Ein Hof und hier hinten ist schon hier abgerissen. Mann. Hey Leute, bitte mehr versteckt. Mindestens nicht diese zwei hässlichen 2D-Bäume, aber. Leute! Hier der Viehhandel? Auch noch sehr interessant. Was ist da? Ja! Es ist etwas lustige Idee, aber. Das Problem ist, diese Gebäude hier. Die hat man fast immer. Es gibt immer fast drei Arten, zwei oder drei Arten von Gebäude. Und das ist auch langsam langweilig. Ja. Das ist einfach langweilig, sowas. So, unten. Ja, wir können so, genau, wir können so durch. Also wir können hier anfangen und dann gehen wir unten durch.
Ja, die Steinmetz. Also das Ganze so üblich, ja, Abladestelle und so. Also ich meine, aber die Ideen sind ja gut. Da will ich jetzt ja nicht zusagen. Ist ja. Aber ja, das kleine Problem ist halt, ihr kennt also die Gebäude. Ja, das Sägewerk, das hast du ja schon immer gesehen. Ich meine, ja, klar, wir weiß, dass man natürlich sowas, dass die natürlich das gleiche Modell immer brauchen. Ist ja okay. Aber ja, Ölmühle kennen wir auch. Das kennt man ja auch, so, ich glaube, ja. Nein, das ist jetzt ein bisschen anderes Modell. Man kennt es ja auch schon. Ja. Baum. Den hätte ich jetzt weggemacht. Goldenen Field. Das Goldenen Field, ja. Hat das übliche Getreidemühle ab. Ja, hier die Käserei halt, kennt man auch, oder Molkerei. Aber ich finde, ich muss ehrlich sagen, eigentlich da finde ich es, so finde ich es besser. Einfach, also meiner Meinung her. Aber man kennt es ja. Die Modelle kennt man alle schon. Kleine Scheune. Okay, das ist interessant. Aber ich verstehe auch nicht, warum. Also. Warum braucht man eigentlich die eine mehr für die andere? Und so viele Zusatzdinger? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, warum das die kleine Landschaft eigentlich brauchst für diese Map hier. Das ist gut. Hier ist der so abla. Auf- und Abladeplatz, aber ist gar nicht. Also, weil, ist ja. Mich verwundert immer wieder, wie Leute auf die Idee kommen, einfach zu sagen: Hey, du brauchst das und das noch einen Zusatz. Warum? Warum brauchst du eigentlich irgendwelche. Ah, ist nur der Mistplatz. Warum brauchst du immer irgendwelche Zusatzsachen? Weil mich persönlich verwundert, dass jedes Mal bei jeder Map-Vorstellung, es ist kein Witz, immer wenn ich irgendwelche Map-Vorstellungen mache, kommen irgendwelche tausend Sachen wieder hinzu, wo du. Ich frage, Leute, ich will einfach die Map vorstellen und nicht noch irgendwie 2000 Sachen runterladen, die ich gar nicht brauche. Und dann habe ich ja eine noch die runtergeladen, noch eine, dann ist die andere auf in dem Sinn abding und dann also storniert. Und ich frage mich einfach, was machst du, wenn du nicht die 100% hast? Da musst du ja irgendwelche Sachen löschen. Ja, nein, aber Traben, also diese Traubensaft. Aber ernsthaft, warum? Warum brauchst du sowas? Warum brauchst du sowas? Braucht doch kein Mensch. Oh, das ist jetzt aber schön hier. Was gab das gleiche Modell, ne? Aber warum? Oh, Pizzeria ist auch schön. Aber warum brauchst du immer tausend Sachen? Irgendwie eine Map brauchst du für die andere? Brauchst du irgendwelche Zusatzdinger für irgendwelche
Schwachsinn und irgendwelchen Mist, wo du gar nicht brauchst. Ein Master Ferguson, hier ein Deutz, und hier Führer, wieder mal kein Auto. Aber irgendwelche Sachen, wo du einfach kein Mensch braucht. Das tut mir nichts. Aber einfach ein Sachen, Dinge, die einfach, wenn ich brauchst, wo du dich fragst, warum? Weißt du, wenn du normal die Map zocken willst und du nicht hier die Fischfarm brauchst, warum brauchst du denn die Fischfarm? Da musst du extra für diese Map irgendeine Fischfarm und noch zwei, drei weitere Gebäude und eine andere Map herunterladen, wo du gar nicht brauchst. Warum brauchst du die kleine Bergland? Ich meine, dann ist sowas von überflüssig, dann musst du die Map runterladen, um dir extra diese Map zu spielen. Vielleicht umgekehrt auch anders auch. Warum? Wenn du kleine Bergland willst spielen, dann musst du hier die runterladen noch. Ja, toll, das machst du dann schon irgendwie, weißt du, gucken, wie viele Maps das du hast, oder wie viele Sachen. Also, auch irgendwelchen Unfug, wo du vielleicht gar nicht brauchst. Ich meine, es gibt so viele Maps, du brauchst es nicht, aber es gibt auch so viele Maps, die musst du da Sachen hier runterladen, wo du gar nicht brauchst. Ich meine, wenn du nicht auf das passiert, ist ja geil. Dann spielst du und spielst du und spielst du. Dann brauchst du halt nicht, den installierst du halt. Oh, Scheiße. Na, du weißt doch eigentlich, geht's nicht. Weil dann bellet. Also, es gibt einfach Unlogik. Einfach Sachen, die du nicht brauchst. Einfach irgendwelche Sachen, die du nicht brauchst. Also nein, dir, schreib's mir mal rein, aber es gibt so viel unnötiges Zeug. Weil du persönlich, also ich sag mir jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal ein Beispiel. Du, jetzt nur so als Beispiel. Du nimmst dir jetzt beispielsweise, ladest du irgendeine Map runter. Auf irgendeine. Oder jetzt wärst du, wir nehmen die. Und du willst nicht die Fischfarm, du willst was anderes. Dann ladest du, da hast du mehr gefehlt, dann ladest du dir die runter. Und dann da kommt, oh, du musst noch die Fischfarm. Hä? Warum brauchst du das? Dann wird irgendwas gelöscht, wo du vielleicht gar nicht, wo du noch brauchst. Und du kannst nicht mal das runterladen. Wenn du nicht mal die Fischfarm kannst, musst du extra installieren, wo du wolltest, du das gar nicht willst. Nein, also bei Sachen frage ich mich einfach, warum brauchst du das? Ja, wenn du dich natürlich interessierst, ja, aber weißt du, wie wird Scheins jetzt beispielsweise du mit der Standard-Map willst reingehen und dann kommen sie und sagen, ja, du musst jetzt den und den Teleskop runterladen, sonst kannst du nicht spielen. Ja, da läuft so Sachen, ich frage mich einfach, warum? Wenn du auf diese Map zocken willst, dann zockst du diese Map. Und nicht irgendeine noch 20.000 weitere Maps, wo ich keine Sau braucht. Dann ab und zu frage ich mich ernsthaft, warum brauchst du so viel Müll? Entschuldigung, aber warum brauchst du so viel Müll? Ja, also. Ich würde sagen, das war schon wieder von dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sie gefunden habt. Sonst an sich finde ich sie ja schön. Aber mir stört es bei ein paar Sachen halt. Aber sonst, ja. Gut. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nicht Zeit, das mehr zu verpassen. Folgt mir bitte auf
TikTok und Instagram. Ja. Und ja, also ja, wie gesagt, dann sage ich gewonnen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr diese gefunden habt. Sorry, beschissene Abfrage. Absage. Bubble. Ja, wenn du noch wie gesagt kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folge mir bitte auf Twitter, Instagram und TikTok. Das ist mein Titelbild. Über den Abonnier-Button, dort ist auch mein Zweitkanal verlinkt, Simulator LP. Schaut auch mal dort vorbei und sonst schaut, was ich sonst Videos gemacht habe. Und ciao, Leute.